Glück auf, meine Kumpel Umalora. Herzlich willkommen zur Schnellanalyse gegen Bielefeld. Ja, heute gibt es keine richtig große Analyse und es gab ja auch nicht die Reaktion zu den Toren. Einfach weil ich fand, dass mit der Torreaktion war heute überhaupt nicht angebracht. Und zur Analyse, ja, finde ich, braucht man auch nicht viel zu erzählen. Ich würde gerne ein bisschen so erzählen über die Sachen oder was dann später auf dem Platz noch zu sehen war, nachdem das Spiel vorbei war, weil der Auftritt, der war ja wirklich für in die Tonne kloppen, da war ja gar nichts. Da ging einfach nichts. Danach fand ich halt sehr, sehr traurig, wie sich die ganzen Spieler da, wie schnell die in der Kabine gewesen sind. Dann Becker und Aydin auch ein bisschen, die einzigen Spieler, wo man ein bisschen Emotion gesehen hat. Der Rest, denen war das scheinbar egal, so kam es mir rüber. Am schlimmsten fand ich Mustafi, der sich da nach dem Spiel mit zwei Bielefeldern Spieler hingestellt hat und damit denen noch Smalltalk gehalten hat. Habe ich null nachvollziehen können. Und ich finde es auch so schlimm, dass der Gramozis den aufgestellt hat und den Becker auf der Bank gelassen hat, weil, sorry, aber das kannst du nicht bringen. Der einzige Spieler, der sich so ein bisschen halbwegs mit Schalke identifiziert, lässt er dann auf der Bank einfach sitzen. Und heute liest man ja schon, Serdar will weg. Das Erste, was du liest, ist, ein Spieler will weg nach dem Abstieg. Der will um Titel mitspielen, ja. 6 Monate hat er keine Leistung gezeigt, hat er das eine Tor noch geschossen. Wobei das Spiel war auch nicht eine Glanzleistung. Ansonsten hat er uns mit seiner Leistung auch viel dazu beigetragen, dass wir abgestiegen sind. Weil er war in jedem Spiel war der echt schlecht. Er hat in jedem Spiel eine Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung getroffen. Ins Dribbling gegangen, wo man es nicht gehen sollte. Bälle gepasst, die nicht angekommen sind. Permanent. Und das Erste, was du von dem liest, ist ja, ich will ja um Titel spielen. Ich will möglichst immer in die Champions League. Und wir werden sehen, was im Sommer passiert. Das erst ein Tag danach, da merkst du, was bei den Spielern eigentlich abgeht. So, so viel dazu. Ansonsten müssen wir gucken, wie werden wir mit dem Abstieg fertig. Wir müssen jetzt eine neue Mannschaft aufbauen. Auf der einen Seite kann man froh sein, dass diese ganzen Spieler endlich weg sind, weil das war keine Mannschaft und das war, was noch viel gravierender ist, da war null Identifikation mit dem Verein. Null. Also die Spieler, die da waren, das waren wirklich, also Legionäre ist noch ein guter Begriff für die. Das waren Spieler, ich würde noch nicht mal sagen, die bei einem guten Angebot weg wären. Ich würde sagen, das wären Spieler, die wären bei einem gleichen Angebot, wären die lieber woanders. Wenn die das Gleiche verdienen würden, wären die lieber woanders. Die sind aber so verkorkst, dass sie trotzdem lieber hier bleiben, weil die hier ja sehr, sehr viel Geld verdienen. Also die sind erstens geldgeil und zweitens haben die null Identifikation mit dem Verein. So sehe ich das auf jeden Fall. Also sehr, sehr traurig, was für ein Kader da zusammengestellt worden ist. Und da kann man wirklich froh sein jetzt mit dem Abstieg, dass uns diese Spieler endlich verlassen. Ich muss auch sagen, was ich auch noch gesehen habe, Bostogan hat sich auch ein bisschen aufgeregt und so weiter. Also wenn Emotion rübergekommen ist, dann von der Klappenschmiede. Und was ich auch sagen muss, ist der Gramozis, ey, tut mir leid, aber was hat der gemacht? Was hat der da gemacht? Ständig die Fünferkette, auch gegen Bielefeld nochmal ausgepackt, die Fünferkette. Beziehungsweise, das war ja teilweise eine Viererkette, aber mit Mustafi als Rechtsverteidiger. Und dann lässt er einfach die ganzen Leute aus der Knappenschmiede, lässt er auf der Bank, nachdem Stambouli und Serdar im letzten Spiel die Fehler gemacht haben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da spielen Spieler wie ein Paciencia, der nächste Saison weg ist, wie ein Mustafi, der nächste Saison weg ist. Lass doch den Hoppe spielen. Lass den doch einfach spielen. Lass doch den Becker spielen.
lass doch, weiß ich nicht, Boston anstatt Serdar spielen, der jetzt einen Tag danach verkündet hat, der wird weg sein. Und was ich machen würde, wenn ich der Gramotzes wäre, wenn ich da was zu sagen hätte, oder wenn ich der Knebel wäre, keine Ahnung, wie auch immer, ich würde von oben, wenn ich der Knebel wäre, würde ich dem Trainer sagen, oder wenn ich der Trainer wäre, würde ich selbst machen, würde ich alle Spieler, die nächste Saison nicht da sind, würde ich gar nicht mehr aufstellen, schon alleine aus dem Grund, dass die sich nicht verletzen. Die sollen sich bitte nicht verletzen. Die sollen sich nicht verletzen, damit wir die noch verkauft kriegen. Damit die irgendwo noch unterkriegen, unterkommen werden. Die Spieler, die nächste Saison sowieso keinen Vertrag haben, okay, da kann man es nur überdenken, weil interessiert uns nicht. Aber die Spieler, die noch einen Vertrag bei uns haben, aber die sowieso wegwechseln werden, sag ich mal, ein Harit, ein Serdar, wer gehört noch dazu? Sané, Nastasic und so weiter und so fort. Ich würde die alle nicht spielen lassen, einfach damit die sich nicht verletzen, damit wir die nicht auch in der zweiten Liga auf der Gehaltsliste haben, damit wir die noch wegkriegen. Und bei vielen Spielern oder zumindest mal bei einem Rudi, ich kann mir vorstellen, dass einige Spieler noch einen Markt haben werden, warum auch immer, aber ein Rudi denke ich mal nicht, da werden wir wahrscheinlich noch drauf zahlen. Und einen Tag später tut immer noch weh. Ihr wart ja, oder einige von euch waren ja im Stream dabei. Hat echt weh getan. Also ich habe nicht gedacht, dass mir das so weh tut. Erster Abstieg jetzt mit dem Schalke erlebt. Ich bin ja noch keiner der älteren Leute. Also letzter Abstieg war ja 33 Jahre, glaube ich, ne? Und ich bin ja 27, jung. Das ist jetzt der erste Abstieg, den ich miterlebe. Hätte ich mir auch nie zu wagen geglaubt. Ich habe immer gedacht, Meisterschaft ist sogar realistischer wie ein Abstieg mit Schalke 04. Habe ich immer gedacht. Wir waren ja auch teilweise, waren wir echt knapp davor, aber ist schon eine harte Nummer so. Ja, schreibt mal auf jeden Fall eure. Und ich mache ja immer mal zur Analyse die Noten. Können wir auch wieder kurz machen, wieder 6. Gramotz ist auch wieder eine 6. Und Schiri war sogar gut. Der hat den Elfmeter sogar, oder das Tor, das 2-0, hat er sogar wieder abgepfiffen. Also an Schiri hat es nicht gelegen. Dann gebe ich sogar die Note 2. Aber das war ja nichts, das war nichts. Schreibt mal auf jeden Fall eure Gedanken dazu. Mich würde auch auf jeden Fall eure Gefühlslage interessieren. Nehmt euch das immer noch mit, schreibt es mal rein. Und ja, dann sehen wir uns morgen 22 Uhr im Livestream, Donnerstag. Können wir ja mit ein bisschen Abstand, 2 Tage Abstand nochmal drüber reden, über den Abstieg, was wir jetzt noch in der Liga machen werden und so weiter und so fort. Also Donnerstag 22 Uhr, gerne den Kanal abonnieren, wenn du neu bist. Und auch gerne einen Daumen nach oben drücken und dann würde ich sagen, sehen wir uns Donnerstag. Glück auf, ciao, ich bin raus.